Der Konflikt zwischen Nutella-Brot mit oder ohne Butter ist mal wieder eskaliert. Das Übliche also. Habt ihr dann noch nie von Demokratie gehört? Es sind sozusagen die kleinen Oscars der Demokratie. Beim Jugendfilmpreis sind sie die Regisseure. Schulklassen aus ganz Oberösterreich reichten ihre Projekte ein. Im Movimento in Linz ist die Preisverleihung. Wir befassen uns ganz intensiv mit der Jugend und Demokratie im Oberösterreichischen Landtag. Und es war aus einem Grund sehr naheliegend. Wir haben eine Umfrage gesehen, wie wird denn Information von der Jugend in diesem Alter konsumiert. Und da sieht man ganz eindeutig, dass das ganz intensiv mit Kurzbeiträgen und vor allem mit dem Netz zu tun hat. Wir sind eigentlich sehr, sehr stolz darauf, dass wir so viele Einreichungen bekommen haben. Was ist falsch daran, wenn ich meine Schüler über einige Inhalte des Unterrichts mitbestimmen lasse? Es gab 34 Einreichungen. Drei Kategorien wurden bewertet. Inhalt und Story, Kreativität und filmische Umsetzung. Daraus die 9 besten zu wählen, keine leichte Aufgabe für die 4-köpfige Jury. Es gab Animationen, es gab Einzelarbeiten, es gab Gruppenarbeiten. Ich hätte mir nicht gedacht, dass man so viele unterschiedliche Zugänge zusammenbringt zu einem einzelnen Thema. Wir haben quasi unsere Idee so umgesetzt mit so kleinen Männchen, die eben die Demokratie darstellen sollen und die halt dann über verschiedene alltägliche Situationen abstimmen. Sabine Derflinger ist DEX-Jurymitglied und Filmemacherin. Sie führte Regie beim Tatort oder der Serie Vorstadtweiber. Ihr Talent entdeckte sie auch in der Schule. Dass es einen Religionslehrer gegeben hat, der Kino Dienstage gemacht hat und einen Filmclub und da habe ich dann alle neoveristischen Filme gesehen und das war so der erste Kick. Fit fürs Wählen, Mr. Demokratie, die inneren Demokraten, ob Schauspiel oder Rap. Die Kurzfilme entstanden im Unterricht. Wenn hier Filme entstehen und das schauen dann junge Menschen, das kommt ganz anders an, als wenn das sozusagen aus der pädagogischen Hochschule oder aus der Erwachsenenwelt kommt. Ich glaube, es hat 6 Wochen gebraucht circa und es war sehr spannend. Und am Ende, als es eingereicht wurde und der Herr Professor gesagt hat, wir sind hier dabei, da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Aus den 9 Finalisten bekommt eine Klasse dann den DEX 2024. Die Theatergruppe der Mittelschule Schadenberg mit ihrem Film Was wäre wenn? Wir stehen für Demokratie. Premiere gelungen. Der nächste DEX wird dann 2026 verliehen.